Und Christian Groß ist mittlerweile punkteschnittmäßig gesehen der erfolgreichste Trainer in der Bundesliga, also auch erfolgreicher als Louis van Gaal. Simon Südel hat ihn am Mikrofon. Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Knotschi Gaming. Heute die Partie Hertha BSC Berlin gegen den FC Schalke 04, Samstag 18:30 im Olympiastadion. Herrn Schalke startet ins neue Jahr mit neuem Trainer, neuer Zuversicht und die Hertha möchte endlich da unten raus. Hier sehen wir die Tabelle. Berlin auf dem 14. Platz mit 13 Zählern und Schalke immer noch auf dem 18. mit 3 Punkten. Hey, geht's um viel heute? Hertha läuft den eigenen Ansprüchen hinterher, Schalke sowieso. Ja, dann kommen wir zu den Aufstellungen. Der Gastgeber mit Schwolo im Tor, Mittelstädt, Torunariga, Boyata, Pekarik, dann Guendouzi, Stark und Darida im Mittelfeld und vorne Matheus Cunha, Piatek und Luke Bacchio. Schalke startet mit Renno im Tor, Mendil, Sané, Kabak und Thiau. Dann Stambouli für den verletzten Mascarell, Serda und Bujelab zentral, davor Harit und ganz vorne Rahman und Uth. Sich das dann realtaktisch gleich aufstellt im Spiel, werden wir sehen. Und so beginnt der 14. Spieltag der laufenden Saison. Anstoß Hertha BSC Berlin in Blau-Weiß, Weiß-Blau von links nach rechts. Berliner probieren es jetzt hier erstmal durch die Mitte, aber Sané ist da. Der zweikampfstärkste Bundesligaspieler der Hinrunde. Klingt verrückt, dass ausgerechnet ein Schalke-Spieler dieser zweikampfstärkste Spieler ist. Jetzt kommt Rahman mal. Ah, Pekarik läuft ihn ab. Aber jetzt mal Uth. Oh, wenn der Ball durchkommt. Jetzt nochmal Harit. Alleine vor Schwolo 1:0. Schalke führt im Olympiastadion. Da nochmal Uths Pass auf Rahman kommt nicht. Dadurch bildet sich aber die Gasse für Harit. Und er macht es dann eiskalt im 1-1 gegen Schwolo. 1:0, Amin Harit in der 16. Spielminute. Schalke führt in Berlin. Wie kann die Hertha jetzt darauf antworten? Wir müssen offensiver werden, die Anfangsphase. Eigentlich war es der erste Torschuss überhaupt in dieser Partie. Christian Groß hatte da von möglichen Neuzugängen gesprochen, von zu wenig Tempo. Deswegen Mendil auch heute auf der Linksverteidigerposition. Oh, Luke Bacchio, Mendil ist dran, stellt ihn da gut, sodass ihm nur der Pass nach hinten bleibt. Dann geht's wieder in die Mitte mit Stark, der ja als Sechser aushilft, eigentlich ein Innenverteidiger. Schalke verteidigt das hier sauber hinten raus. Wieder Harit, Serda, mach's nochmal wie gegen Ulm. Nein, nochmal Harit. Ja, jetzt muss Uth erstmal einen Mitspieler suchen. Bujelab nochmal raus für Ciao. Und seine Flanke zu weit in den Rückraum. Hertha fällt hier nichts ein in der ersten halben Stunde. Schalke, oh, Ozan Kabak hier mit dem Fehlpass. Wollte da ganz rüber zu Mendil. Vielleicht stimmen auch die Laufwege noch nicht. So oft haben sie ja nicht zusammengespielt. Und die Hertha macht es hier ganz ruhig. Sie haben vielleicht den Rückstand auch noch nicht ganz weggesteckt, denn da muss doch viel offensiver agiert werden. Jetzt gleich wird der Halbzeitpfiff ertönen. Da ist er schon. Schalke führt im Olympiastadion mit 1:0 zur Halbzeit. Ja, und hier sehen wir es nochmal schwarz auf weiß. Schalke mit den drei einzigen Torschüssen in dieser ersten Halbzeit. Hertha macht nichts nach vorne. Das ist viel zu wenig. Da wird im Mittelfeld lieber der
der sichere Pass gesucht, anstatt mal einen Pass in die Spitze oder in die Schnittstellen. Und da bringt einem auch der Ballbesitz nichts. Man liegt in der ersten Halbzeit hinten. Und Schalke möchte hier natürlich mit Christian Groß als neuem Trainer unbedingt den ersten Dreier einfahren. Das wäre dann der erste seit dem 17. Januar 2020. Wir sind gespannt auf die zweite Halbzeit. Und wir gehen jetzt rein. Der zweite Durchgang läuft mit Anstoß Schalke und das 1:0, das sollte ihnen doch jetzt mal Kraft geben. Und Christian Groß, er wünscht sich noch ein paar Neuzugänge, sagt, der Verein würde alles dafür tun, dass hier noch ein paar Spieler den Kader stärken. Noch ein paar vorne für die Offensivabteilung. Matondo sitzt ja noch auf der Bank, wahrscheinlich der schnellste Schalker. Luke Bacchio kommt über rechts. Die Hertha wird aktiver. 56 Minuten rum und Mendil macht das gut. Hamza Mendil, gut, ganz rüber für Bujelab, der nochmal auf Rahman. Rahman könnte schießen! Ei. Der ist ihm wohl über den Schlappen gerutscht. Der Ball geht dann am Ende doch ein Stückchen vorbei. Hertha, können sie hier nochmal überhaupt erstmal die erste Offensivaktion kreieren? Schalkes Defensive in der Hinrunde ja nicht gerade sattelfest. Da muss doch was drin sein, da muss doch mehr drin sein als bisher in dieser Partie. Und Bujelab mit Ciao. Ja, mit dem Fehlpass. Jetzt hat Hertha mal Platz. Kunja läuft über links. Er wird dann gestellt von Kabak und hat keine Anspieloption da vorne. Jetzt mal stark Guendouzi, die Leihgabe vom FC Arsenal. Probiert's da mal. Schalke möchte jetzt wohl ein bisschen verwalten hier. 75. Minute. Hertha erkämpft sich den Ball. Piatek jetzt nochmal eine Offensivaktion. 80. Minute. Guendouzi. Und Kunja wird von Ciao gelegt. Sah im ersten Moment fair aus, aber der Schiedsrichter gibt den Freistoß für Berlin. Und Schalke direkt mit dem Dreierwechsel. Kutucu, Matondo und Bostogan kommen für Uth, Rahman und Bujelab. Matondo soll dann nochmal jetzt die letzten 10 Minuten inklusive Nachspielzeit für Entlastung sorgen. Und Toussaint bei den Berlinern für stark im Spiel. Und dann ist da Darida alleine im 16er. Ausgleich. 83. Spielminute. Berlin gleicht aus. Da der Freistoß. Und jetzt das entscheidende Kopfballduell. Da geht Kabak gar nicht erst hoch und Darida ist dann ganz alleine 12, 13 Meter vor dem Tor und knallt das Ding da in die Ecke. Bitter für den S04. Da spielen sie sich in der Bundesliga mal eine Führung und Wladimir Darida gleicht hier in der 83. Minute aus. Bostogan, Kutucu für Matondo. Schnell ist er, der Junge. Was kann er jetzt hier noch machen? Harit, ja, in gewohnter Manier dribbelt da, aber dribbelt sich hier fest. Serda, Harit kann Schalke jetzt nochmal. Bostogan probiert den ganz schwierigen Ball hier. Ganz kompliziert versucht er da um Boyata rumzuspielen. So funktioniert's nicht. Die Nachspielzeit ist um. Mittelstädt kommt nochmal. Mendil dazwischen. Und so trennen sich Hertha BSC Berlin und der FC Schalke 04 mit 1:1 hier am 2. Januar 2021 im Olympiastadion. Ja, und so geht das Ergebnis unterm Strich in Ordnung. Die Berliner wurden deutlich besser in der zweiten Hälfte. Schalke ist nichts mehr eingefallen offensiv. Auch der Dreierwechsel hat dann nicht viel gebracht, denn direkt dann gab es den Nackenklatscher von Wladimir Darida. Und so endet die Partie gerechterweise mit 1:1 hier im Berliner Olympiastadion. Ich wünsche allen, die zugeschaut haben, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr es nach Neujahr seht, dann natürlich ein frohes Neues. Und damit würde ich sagen, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und damit sage ich Ciao und Glück auf!